zweiter Test an nur einem Tag, aber im Gegensatz zur 3,5 Stunden vorher angepfiffenen Partie gegen Jihlava schien jetzt zum Kleeblattspiel gegen den österreichischen Zweitliga-Aufsteiger Austria Salzburg schon wieder ab und an die Sonne. 11 frische Spieler, die durften ran auf Kleeblattzeiten. Man wollte den immerhin rund 500 Zuschauern einen ähnlich gelungenen Auftritt zeigen, wie die Mannschaftskollegen kurz vorher an gleicher Stelle gegen den tschechischen Erstligisten. Die erste Chance aber hatten die Salzburger. Glück hier für die Spielvereinigung gleich zu Beginn. Dann aber rollte der Kleeblatt-Express ein ums andere Mal in Richtung Austria-Tor. Florian Trinks probiert's einfach mal aus rund 30 Metern. Aber kein Problem für Salzburgs Hüter Ebner. Dann die 7. Minute. Zlatko Tribic, der schickt Nico Gieselmann und dessen Hereingabe, die rauscht an Freund und Feind vorbei. Ja, bis zu Marco Stiepermann, der ohne Mühe zur Führung einschiebt. Sechs Minuten später, wieder das Kleeblatt im Angriff, langer Ball auf Florian Trinks, der legt am Strafraumeck ab auf den Torschützen von eben, Schuss misslungen, aber ein Pfiff, klares Foul, 11 Meter gibt's, das war ja zumindest alles andere als Ball gespielt. Florian Trinks, der tritt an, souverän verwandelt er, 2:0 für die Spielvereinigung. Nach einer halben Stunde dann eine der schönsten Spielzüge der gesamten Partie. Tim Bodenröder auf Zlatko Tribic und der findet den in die Lücke gestatteten Veton Berisha. Humorloser und souveräner Abschluss durch den Neuzugang. Das 3:0 nach 30 Minuten. Nur 5 Minuten später ging es dann wieder ganz schnell. Langer Ball auf den Torschützen von eben und Veton Berisha zeigt seine Qualitäten nach seinem Doppelpack im ersten Einsatz gegen Lichtenfeld. Jetzt also schon nach 35 Minuten wieder der zweite Treffer für den Norweger. Und dann Kombinationsfußball vom Feinsten aufgepasst. Da läuft der Ball wie am Schnürchen durch die Kleeblatt rein. Tim Bodenröder legt schließlich zurück auf Florian Trinks. Ja, und an dessen Torschuss rutscht dann auch noch Nico Gieselmann haarscharf vorbei. Das hätte schon vor der Pause das 5:0 sein können. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Dieses Mal kommt der Ball über Zlatko Tribic und Florian Trinks zu Veton Berisha. Ganz feiner Lupfer vom 21-Jährigen. Aber am Ende fehlt einfach das letzte Quäntchen Glück. Dann der einzige Wechsel des Spiels auf Kleeblattzeiten. Bastian Lerch kommt nach rund einer Stunde für Sebastian Mielitz ins Spiel. Und seine brenzligste Situation muss der junge Torhüter dann schon hier überstehen. Aber die Salzburger verziehen knapp. Eine Viertelstunde vor Schluss dann dieser Angriff der Austria, aber dann geht die Post ganz schnell in die andere Richtung ab. Veton Berisha allein gegen 3, er ist schnell, er ist wendig und am Ende hat er auch noch ein bisschen Glück. Klasse Einzelaktion des Stürmers mit der Nummer 19, sein dritter Treffer im heutigen Spiel. Und einen haben wir noch. Vorletzte Spielminute, noch ein Angriff über links. Der Ball kommt zu Florian Trinks, der hat es vorhin schon mal versucht aus ähnlicher Entfernung. Aber jetzt trifft er das halbe Dutzend also voll. Mit seinem zweiten Tor des Abends markiert Florian Trinks schließlich auch den Endstand in diesem munteren Testspiel der Spielvereinigung Kräuter Fürth gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Salzburg.